Bereits zum 15. Mal fand am Freitag die Outdoor Trophy statt. Vom Kellerberg aus starteten die Volksschulklassen, um die Stadt Schwechat zu erkunden. Ein Erlebnis für die Volksschulkinder, wie es eigentlich auch für die Erwachsenen wünschenswert ist. Ja, es ist jedes Mal, das Wetter birgt immer für uns einige Überraschungen. Das haben wir in dem Jahr leider schon einige Male erlebt. Wir haben von gestern auf heute verschieben können und müssen, weil es einfach durchgeregnet hat. Und ich bin da wirklich froh, dass die Direktorinnen, die Lehrerinnen und die Eltern so flexibel reagiert haben. Aber es zeugt von einer gewissen Begeisterung für eine Wanderung. Ihr habt viele Punkte zum Anvisieren und von den Wetterprognosen ist angesagt, dass der Nebel steigt. Das heißt, wir werden also da noch einige Sonnenstrahlen erleben in der Zeit eurer Wanderung. Es wird auf jeden Fall wesentlich besser als gestern. Und wir sind froh, dass ihr alle so flexibel wart, von einem Tag auf den anderen zu verlegen, damit ihr nicht alle nass werdet. Es ist ja heute ein kleines Jubiläum. Zum 15. Mal findet diese Outdoor-Trophy statt. Das heißt, hier hat die SVS ja schon sehr, sehr lange Erfahrung. Ja, ich muss es ergänzen. Es ist immer der Jugendsport der Stadtgemeinde und die SVS gemeinsam. Ohne diese Partnerschaft wäre es einfach nicht möglich. Und wenn etwas so öfter als 10-mal und so wie jetzt 15-mal passiert, dann hat das eine gewisse Qualität und da kann ich mich nur bei den Mitarbeitern bedanken, dass sie immer wieder neue Ideen einbringen, um das weiterleben zu lassen. Es freut mich ganz besonders, dass wir trotz des Wetters das heute stattfinden lassen können und wir wollen uns gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ich sehe, ihr seid schon aufgeregt. Viel Spaß und die Outdoor Trophy ist somit offiziell eröffnet. Viel Spaß! Was sind es für Aufgaben in erster Linie? Es sind Rätselaufgaben, beziehungsweise auch gibt es Actionstationen, wo die Kinder auch laufen dürfen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Ich weiß es selber nicht genau. Ich bin auch gespannt. Das ist auch eine Überraschung für Sie selbst. Jawohl, auch für mich eine Überraschung zum Teil. Die Kinder erkunden ja ihre Heimatstadt. Bei dem Nebel wird es noch spannender. Auf alle Fälle. Es ist so, dass heute die 15. Outdoor-Trophy ist in Schwechat. Das ist ein ganz wichtiger Unterricht. Ich nenne ihn auch immer bewegten Unterricht, weil er fächerübergreifend ganz einfach stattfindet. Wir haben da ganz viele Stationen in Schwechat aufgebaut und zwei Versorgungsstationen. Das heißt, die Kinder können somit, wenn sie in der Volksschule sind, das sind lauter Volksschulklassen, Schwechat einfach besser kennenlernen und das ist ein ganz schöner Fußmarsch. Das ist sportlich unterwegs, mit Wissen angereichert. Auf alle Fälle, ja. Also in Bewegung einfach lernen, wie gesagt, unterschiedliche Stationen und das macht den Kindern halt Spaß. Wenn man die Kinder betrachtet, die freuen sich riesig, auch trotz Nebels, das spielt ihnen keine Rolle. Auf alle Fälle, weil sie gestern schon so traurig waren, weil es nicht stattgefunden hat und deswegen freuen sie sich heute umso mehr.